Samstagabend zur besten Sendezeit haben wir die TVB Matchday Show für euch bereit zum Derby des TVB gegen Frisch auf Göppingen und damit herzlich willkommen hier aus der Scharena. Leider noch immer ohne euch, aber hoffentlich zahlreich jetzt, die ihr uns jetzt auch verfolgt, ob auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf was auch immer ihr für Möglichkeiten technisch habt, um die TVB Matchday Show zu verfolgen. Wir haben ein wirklich tolles und volles Programm. Hartmut Meierhofer haben wir gleich zu Gast, den Trainer von Frisch auf Göppingen. Später kommt auch Jürgen Schweikert, unser Trainer. Dann haben wir Marcel Nuyen, einen Mann, der eigentlich gerade bei der Kunst zum Europameisterschaft in Basel gerne am Start gewesen wäre, aber leider im Moment gerade verletzt ist, aber umso schöner, dass wir ihn hier heute mit einbinden können. Und dann haben wir Jörg Ebermann, den Trainer unserer zweiten Mannschaft, auch im Gespräch und reden mal ein bisschen, was denn da jetzt passiert ist und entschieden worden ist und wie er das Ganze einordnet dann auch hinsichtlich der neuen Saison. Also viel Programm bei unserer TVB Matchday Show. Und auch wenn es jetzt verlängert wurde auf 22 Uhr, hoffe ich, dass ihr dann trotzdem jetzt auch zahlreich hier dabei seid und ja, den Tag heute genossen habt, so schön es geht bei diesem herrlichen Frühlingswetter, das jetzt zurückgekehrt ist hier in die Region. So, und jetzt schauen wir zu unserem ersten Gast. Und wie heißt du immer so schön im ZDF-Heute-Journal, das Interview wurde aus terminischen Gründen vorher aufgezeichnet und so ist es natürlich, muss unser Gästetrainer jetzt gerade noch bei seiner Mannschaft sein und deshalb haben wir das Interview mit Hartmut Meierhofer kurz vorher aufgezeichnet. Es ist Derby-Zeit und wir freuen uns sehr, dass sich auch der Trainer von Frisch auf Göppingen die Zeit genommen hat für unsere Matchday-Show und uns noch ein paar Fragen beantworten wird. Hartmut Meierhofer, herzlich willkommen. Danke. Bei einer besonderen Derby-Atmosphäre, es war im Hinspiel schon so und jetzt ist es wieder so, kommt da trotzdem so Derby-Fieber auf? Ja, wenn man natürlich dann in die Halle kommt, schon, aber wenn man ehrlich ist, das sind die Spiele, die das Salz in der Suppe auch waren. Ja, egal ob in Stuttgart oder in Göppingen, hier war immer wahnsinnig viel los, hier war eine super Stimmung und das ist natürlich etwas, was wir alle vermissen momentan. Wie kann man denn als Trainer so dieses Derby-Feeling aufbauen? Ich meine, es sind ja nicht mehr so viele Göppinger in der Mannschaft und so viele Bittenfelder auf der anderen Seite auch nicht mehr. Aber wie kann man so diesen Spirit, hey, da geht es jetzt hier auch lokal um wichtige Punkte, dann als Trainer rauskitzeln? Ja, es ist natürlich schon so. Es sind ja doch noch genügend Spieler jetzt hier auch in Göppingen dabei, die diese Spiele kennen, die wissen auch, worum es geht. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist es natürlich ein Spiel, wo es auch nur um zwei Punkte geht. Und wir versuchen, unabhängig davon, gegen welchen Gegner wir spielen, eine hohe Emotionalität an den Tag zu legen, Entschuldigung. Und entsprechend ist es natürlich auch nur ein Spiel um zwei Punkte. Ihr spielt eine richtig gute Saison, steht auf Platz 5. Es ist auch nach vorne noch einiges möglich in Richtung Europa. Da war Frisch auf jetzt ein paar Jahre nicht vertreten, aber dieses Jahr ist die Chance zum Greifen. Jetzt denkt man ja, wenn man Ende April ist, die Saison ist bald vorbei. Nee, aber es gehen ja noch viele Spiele dann tatsächlich auch bis zum Saisonende. Ist das so euer Ansatz? Wir denken von Spiel zu Spiel oder kann man sich schon so Zwischenziele setzen? Das ist tatsächlich so, weil es sind noch 14 Spiele zu spielen und wir haben wirklich noch einiges vor der Brust, wirklich auch schwere Gegner, auch dieses Derby jetzt hier in Stuttgart, sodass es auch keinen Sinn macht, über dieses Spiel jetzt hinauszuschauen. Und wir haben das bisher eigentlich ganz gut in der Mannschaft so auch gehalten, dass wir von Spiel zu Spiel schauen und das klingt zwar langweilig und abgedroschen, aber am Ende des Tages versuchen wir da sehr pragmatisch zu sein. Journalisten versuchen ja dann gern mal so auch Szenarien zu kreieren und sagen, Mensch, so lange ungeschlagen und so lange so viel Siege in Folge und Kram dann im Archiv. Wann gab es denn zum letzten Mal so eine Serie? Wie gehen Sie mit sowas um? Interessiert Sie das? Nein, nicht wirklich. Also wir haben es ehrlich gesagt auch nur von außen mitbekommen, dass es jetzt wohl auch was Besonderes war in Göppingen, diese Siegesserie zu halten. Wir haben aber auch gesehen, dass wir eigentlich in jedem Spiel bis an unsere Grenzen gehen mussten, um die Spiele überhaupt zu gewinnen. Und unabhängig davon, ob das Mannschaften aus der oberen Hälfte waren oder aus der unteren Hälfte. Und entsprechend sind wir auch nicht in der Lage zu sagen, wir gehen die Spiele und haben das schon im Vorfeld gewonnen aufgrund der Tabellensituation. Deswegen, wir wissen, dass wir hart arbeiten müssen für die Spiele, für die Siege. Und dann kommt man auch gar nicht darin, jetzt zu träumen. Ihr hattet einen super Lauf. Jetzt gab es so eine kleine Delle gegen Nordhornlingen mit dem Unentschieden. Am Ende dann tatsächlich auch noch ein bisschen glücklich, wie es gelaufen ist. Aber der Punkt, den habt ihr mitgenommen. War das so auch nochmal so ein richtiger Schuss vor den Bug, auch vor dem Spiel gegen den TVB, der wahrlich gerade keinen guten Lauf hat, zu sagen so, hey, nicht unterschätzen, ihr habt es gesehen.
Wir haben Nordhorn ganz sicherlich nicht unterschätzt und an dem Spiel gegen Nordhorn haben wir sicherlich auch nicht unsere beste Leistung gebracht, aber ich glaube, das größte Manko war unsere Chancenverwertung. Am Ende des Tages kommen wir tatsächlich mit dem blauen Auge nochmal davon. Und auch da, wir waren schon relativ, ich glaube, 3 Minuten vor Ende mit 2 Toren hinten. Trotzdem großes Kompliment, dass wir dann noch den Punkt geholt haben, dass wir daran geglaubt haben. Aber es war in keinster Weise so, dass wir den Gegner unterschätzt haben. Und das machen wir grundsätzlich, egal gegen wen wir spielen, nicht. Auf was wird es heute ankommen, außer dass man die Jungs vom TVB nicht unterschätzen darf? Also das werden wir ganz sicherlich nicht machen. Sie haben eine super Hinrunde gespielt, ja, einen super Start gehabt und das zeigt auch, wozu sie wirklich in der Lage sind. Eine sehr physische Abwehr, ja, sehr kompakt und da wird es für uns auch darum gehen, die großen Kerls in Bewegung zu bekommen, guten Ballfluss zu haben, das ist uns gegen Nordhorn nicht so gut gelungen, und selber natürlich eine gute Abwehrleistung zu stellen, um möglichst natürlich auch die einfachen Tore zu machen. Einfachen Tore wünschen sich natürlich die TVB-Fans nicht, aber wünschen ein faires und gutes Spiel. Vielen Dank für die Zeit hier bei uns in der TVB-Match-Show und dann geht's gleich weiter mit Jürgen Schweikert. Vielen Dank. Ja, und vom Trainer von Frisch auf Göppingen kommen wir zu unserem Trainer, zu Jürgen Schweikert, der jetzt live mit dabei ist. Und die Mannschaft, die macht sich hier ordentlich warm vor dem Derby gegen Frisch auf Göppingen. Irgendwo bist du normalerweise während dem Aufwärmen eigentlich nicht am Spielfeldrand, oder? Zum Ende des Aufwärmens, ja. Zu Beginn normalerweise in der Kabine oder meistens in der Kabine. Jetzt hast du gestern Geburtstag gehabt. Hatte die Mannschaft gestern schon irgendwie was beschert oder haben sie gesagt, Trainer, warte noch einen Tag, kriegst du es morgen? Nein, wir haben gerade ja keine Zeit zu feiern gehabt jetzt gestern, sondern wir haben uns natürlich voll auf dieses Spiel heute fokussiert. Ja, und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir heute ein gutes Spiel machen können. Ja, wir sehen nachher noch im RegoTV-Bericht ein paar Szenen auch vom Training, auch mit Jürgen Schweikert und seinen fußballerischen Fähigkeiten. Das hat er noch nicht verlernt von seiner aktiven Zeit. Aber jetzt werden wir mal ein bisschen ernster, Jürgen. Die letzten Wochen, die laufen wahrlich alles andere als gut. Ist so ein Spiel heute gegen Frisch auf Göppingen ein Derby vielleicht gerade zum richtigen Zeitpunkt, um den Bock mal wieder umzustoßen? Also wir haben es als Mannschaft so angegangen, dass wir jetzt wirklich sagen, jedes Spiel ist für uns eine Chance, diesen Bock umzustoßen. Ja, das ist heute so, das ist in den nächsten Wochen so. Und natürlich ist ein Derby immer noch was Besonderes. Leider ist es aber auch so, dass unser Derby-Gegner heute wahrscheinlich die beste Mannschaft in der Liga aktuell ist, mit, glaube ich, 10 Spielen ohne Niederlage und mit einem extremen Selbstvertrauen. Das wissen wir alle. Das fehlt uns aktuell. Und wir wissen aber auch, was unsere Mannschaft in der Stand ist, wenn sie dieses Selbstvertrauen hat. Sie eben in der Hinrunde. Und deshalb sind das natürlich nicht die besten Voraussetzungen, aber es ist ja trotzdem eine Chance und so versuchen wir das anzugehen. Dieses Unentschieden gegen Nordhorn, wie sehr hilft das oder wie sehr verhindert es vielleicht einen Erfolg heute? Das kann ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, wie Frischauf damit umgeht. Das ist sicherlich ein Schuss vor den Bug und wird sie wieder deutlich aufmerksamer gemacht haben, wie noch vor dem Nordhorn-Spiel. Das ist die Gefahr für uns, aber vielleicht haben sie gesehen, dass doch nicht alles auch selbstverständlich ist und ein bisschen von diesem Selbstvertrauen verloren. Also muss man gucken, wie sie damit umgehen. Das können wir aber nicht beeinflussen. Wir müssen auf unser Spiel und auf unsere Leistung gucken. Die müssen wir verbessern. Die werden wir nicht von heute auf morgen einfach komplett verbessern können, sondern wir müssen sie Schritt für Schritt verbessern und versuchen heute eben da den ersten Step zu machen. Jetzt ist der Kopf extrem wichtig, gerade beim Handball, gerade auch in so einem Spiel. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch wichtige sportliche Stellschrauben, die man nachjustieren kann, was jetzt so in den letzten Wochen passiert ist. Wo hast du da angesetzt? Was kann man heute vielleicht schon sehen? Wo könnte es vielleicht ein Stückchen besser werden als jetzt zu den letzten Spielen? Also die Frage, ich glaube, ist die meistgestellte Frage in dieser Woche nach meinem Interview letzte Woche gegen die Eulen. Und klar ist natürlich, dass wir, das sind taktische Feinheiten bei uns, die wir jetzt nicht öffentlich preisgeben können. Wir sind ja aber unter uns, genau. Nein, wir werden jetzt keinen kompletten Systemwechsel machen. Das wäre Blödsinn, weil wir erfolgreich waren mit unserem System. Das haben wir auch in Kiel gesehen, wo wir ja lange eine Siegchance hatten vor nicht allzu langer Zeit. Aber wir haben schon kleinere Dinge gemacht. Und vor allen Dingen haben wir versucht, uns ein bisschen zu reduzieren auch, was unsere Angriffsalternativen hat, um einfach über mehr Wiederholungen vielleicht mehr Sicherheit zu bekommen und dadurch weniger Fehler zu produzieren, weil das ist unser großes Problem.
Aber nochmal, das ist wirklich nur ein kleiner Anteil. Der größte Teil ist sicherlich mental und das Selbstvertrauen, weil diese Fehler passieren, eben wenn einem dieses Selbstvertrauen fehlt. Und das können wir nur über gute Spiele und Erfolge uns wieder erarbeiten. Wenn wir jetzt hier mal über unsere Schulter schauen, du weißt, wenn du da auf dem Platz hast, personell, wie sieht's aus? Yogi, nach wie vor noch nicht dabei. Yogi leider nach wie vor noch nicht dabei. Wir hoffen, dass gegen Minden reicht, aber selbst das ist noch nicht sicher. Klar ist, dass Rudi uns eben für die Saison voll ausfallen wird. Wir haben noch mit dem Chiron ein bisschen Probleme im Ellenbogen. Der wird aber spielen und der Rest ist auch dabei. Und ich hoffe einfach für uns als Mannschaft, auch für uns alle, dass wir heute einfach einen guten Tag erwischen und auch das nötige Glück auf unserer Seite. Und dafür wünschen wir viel Erfolg. Wir würden uns freuen, wenn wir mal heute mit euch jubeln können gemeinsam und nochmal ein passenderes Geburtstagsgeschenk. Gäbe es natürlich nicht zum 31. Jürgen. Ach, sehr gut. Vielen Dank. Dankeschön, Jürgen Schweigert, unser Trainer und Geschäftsführer, kurz vor dem Spiel gegen Frischhoff Göppingen bei unserer TVB Matchday Show. Und im März und April gab es gute Szenen vom TVB. Am Endeffekt leider zu wenig Punkte, oder wir hätten uns auf jeden Fall mehr Punkte gewünscht. Nichtsdestotrotz haben wir nochmal ein paar Szenen zusammengefasst und wir nennen das Ganze Skylights. Muss der Ball nach vorne. Jetzt hat Sieger die Nase voll. Das sind schon relativ viele Ballverluste, einfache Ballverluste. Und sie machen es erfolgreich. Super Pass von Häfner auf Rötlesberger. So, das ist jetzt schon mal eine andere Einstellung hinten. Und er macht sein erstes Tor, der 17-Jährige. Finn Luca Nikolaus. Erstes Bundesliga-Tor. Und nochmal Lehmann. Er konnte jetzt nicht die ganz große Wende bringen, das konnte man auch wahrlich nicht von ihm erwarten, aber er hält hier mehr als Primož Prost. Unsere Skylights des Monats März und April und ja, für alle, die auch Abonnenten sind bei Sky, ab 20.30 Uhr dann live die Partie des TVB gegen Frischhoff Göppingen. Jetzt haben wir einen prominenten Gast, der zwar schon mal beim Handball war, aber wie ich im Vorfeld gehört habe, konnte er sich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, dass er mal die Rhein-Neckar-Löwen auch gesehen hat, aber das ist da schon viele Jahre her. Aber wohnt schon viele Jahre hier in Stuttgart, aber tatsächlich noch nie geschafft zum TVB. Das werden wir jetzt heute ändern und umso schöner, man ist ja auch in Corona-Zeiten froh, wenn man mal so Termine hat und mal wieder Live-Sport sehen kann, oder? Marcel Nguyen, herzlich willkommen. Ja, danke schön. Ja klar, auf jeden Fall. Ich bin immer froh, wenn ich Sport live sehen kann und gerade in den Zeiten jetzt ist natürlich extrem schwierig und ich selber konnte ja live keinen Sport machen dieses Wochenende. Hast ja schon gesagt, mein Team ist in Basel unterwegs bei den Europameisterschaften und deswegen nutze ich jetzt die Chance, um mir hier ein bisschen Live-Sport anzuschauen. Ja, leider musstest du die Teilnahme bei der Europameisterschaft absagen. Wäre auch deine erste große Meisterschaft gewesen seit 2018 wahrscheinlich. Du hast lange keine internationale Meisterschaft mehr turnen können aufgrund deiner Verletzung. 2019 in Stettin warst du auch nicht am Start bei der Europameisterschaft. Doch? Ja. Ah ja. Genau. Aber nur kurz, glaube ich. Da hatte ich nur einen kurzen Auftritt, war Ersatzmann am Barrenfinale zusammen mit Lukas Dauser, 14-5-3-3, weiß ich noch ganz genau. Ja, stimmt. Ich habe es wahrscheinlich verdrängt. Ja, genau. Aber dann war das die letzte internationale Meisterschaft. Ist schon eine ganz, ist eine lange Zeit her. Ich wollte mich eigentlich, oder ich hatte mich vorbereitet auf die Europameisterschaften, jetzt wollte mich um den Platz bewerben. Es gab ja noch den einen oder anderen Olympiaplatz dort zu holen, über den Mehrkampf. Also den zusätzlichen, euer Team ist ja schon qualifiziert, ja? Genau, gab es noch einen Einzelplatz, hätte man nur die ersten beiden besten Mehrkämpfer von den Leuten kommen müssen, die nicht bei der WM, das ist ein bisschen kompliziert, ja, weißt du ja. Hat aber leider nicht geklappt, ich habe ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt, mit meiner Schulter bin ich jetzt, da wurde ich ja operiert, deswegen habe ich die WM nicht mitgemacht. Mit der hatte ich eine lange Zeit Probleme, dann kam noch das Handgelenk dazu, jetzt hatte ich noch einen kleinen Bandscheibenvorfall, also irgendwie hat sich's gehäuft. Man wird nicht jünger. Man wird auf jeden Fall nicht jünger und ja. Aber ich kann die Hoffnung machen, ich war ja in Basel bei der Turn-Europameisterschaft und da gab es einen, der ist Jahrgang 1980, der ist nochmal 7 Jahre älter, ja. Marian Dragulescu. Dann sollte das ja kein Problem der sein. Der fliegt da immer noch rum am Sprung. Er kriegt es nicht ganz mehr so rund, die Saltis, wie er es schon gemacht hat, aber
immer noch dabei. Ja, also mit, wenn er das mit 7 Jahren älter noch kann, dann kann ich das eigentlich dieses Jahr doch auch noch auf die Reihe kriegen, denke ich mir. Guck mal, kurz zur Turn-Europameisterschaft. Wie verfolgst du es? Bist du intensiv am Laptop mit dabei? Morgen ist ja großes Rec-Finale von deinem besten Turnfreund Andi Toba. Und der ist ja auch schon 30 geworden. Und es ist tatsächlich sein erstes Einzelgerätefinale in seiner langen Karriere. Eigentlich unglaublich. Ja, es ist total verrückt. Also er ist ja ein sehr, sehr ehrgeiziger Turner und das hat er sich alles hart erarbeitet und ich freue mich mega für ihn. Er hat jetzt die Pause genutzt, in der keine Wettkämpfe waren, um seine Übungen noch ein bisschen schwieriger zu machen und an den Kleinigkeiten zu feiern. Ich denke, es war auch gut, dass er jetzt nicht im Mehrkampf an den Start gegangen ist. So konnte er sich nochmal ein bisschen mehr auf die Kleinigkeiten am Reck, wo es halt momentan nach den Wertungsvorschriften drauf ankommt, konzentrieren und hat funktioniert, hat eine sehr, sehr gute Übung gemacht. Ich glaube, er führt sogar mit 3 Zehnteln nach der Quali, also hat mich selbst auch überrascht. Aber es fängt ja wieder bei 0 an. Klar, fängt bei 0 an, aber dass er so weit, also mit Abstand auf 1 landet, das hat mich natürlich mega gefreut. Ja. So, und jetzt wäre es schöner, wenn du in der Halle wärst und mitfiebern könntest, oder bist du froh, wenn du in dem Moment mal vielleicht kurz dich wegdrehen kannst, die Augen zumachen kannst? Ja, also ich kann da, gerade am Reck kann ich sehr, sehr schwer zuschauen und wenn es dann noch um jemanden geht, wo es mir sehr am Herzen liegt, ist es nochmal ein bisschen schwerer, aber ich wäre gerne in der Halle auf jeden Fall, ich wäre sehr, sehr gerne dabei, er hat mich auch immer unterstützt bei meinen Finals, hat gefragt, brauchst du noch irgendwas, soll ich mit reinkommen, soll ich dir beim Barren irgendwas helfen, diese Unterstützung würde ich ihm natürlich auch gerne geben, kann ich von hier nicht machen, aber ich FaceTime mit ihm und unterstütze ihn so. Dann sag viele Grüße von uns und auch die TVB-Familie wünscht ihm alles Gute. Wollen wir noch ganz kurz zum Handball kommen? Ich habe gerade gesagt, deine Beziehung zum Handball ist eher noch ausbaufähig. Was erwartest du vom heutigen Abend? Ja, also ist auf jeden Fall ausbaufähig. Ich kenne die Regeln grob, sage ich mal. Ich bin eher so der Typ, der bei Weltmeisterschaften gerne zuschaut. Aber ja, ich freue mich drauf und wird bestimmt ein spannendes Spiel. Bin mir sicher, wir werden heute eine neue Liebe entfachen bei Marcel Nguyen. Und Philipp Porges wird ihm vielleicht dann auch bei Regelfragen nochmal dann auch beratend zur Seite stehen, wenn es mal klemmen sollte. Mit Sicherheit. Marcel, schön, dass du da bist. Wenn das jetzt heute gut geht, dann weißt du ja, dass du die nächsten Spiele eh da sein musst, weil never change a running system gilt er dann auch dafür, soweit es die Zeit zulässt. Marcel Nguyen, dreifacher Europameister, 2x Silber bei Olympia in London 2012. Unser heutiger Gast bei unserer TVB Matchday Show. Und nicht nur heute, sondern seit wir die TV Matchday Show wieder ins Leben gerufen haben, haben wir eine neue Rubrik und das ist Michas Spielanalyse. Und da freuen sich viele schon drauf und jetzt ist wieder Zeit dafür, für Micha Schweigert und die Spielanalyse. Ich habe mich heute mal mit dem heutigen Gegner beschäftigt, mit Frisch auf Göpping. Die reiten ja schon auf einer ziemlichen Erfolgswelle momentan, haben eine wirklich tolle Siegesserie in den letzten Monaten hingelegt. Gründe dafür sind mit Sicherheit ein gutes und kompaktes Abwehrspiel, aber auch ein stark verbessertes Torwartspiel im Vergleich noch zu dem letzten Jahr. Ja, in der Offensive zeichnet die Mannschaft mit Sicherheit eine große Effektivität aus, wo sie tolle Einzelspieler haben. Und im Kollektiv habe ich mal 2 Sachen herausgesucht, die wir heute mit Sicherheit besser verteidigen müssen, wenn wir Siegchancen haben wollen. Zum einen ist es ein Kreisläuferspiel mit Kosina, der sich wirklich sehr viel bewegt und auch ein bisschen unkonventionelle Positionen dann bevorzugt, wo er dann zum Abschluss kommt. Einmal ist es in der ersten Halbzeit gewesen in unserem Hinspiel, wo wir es einfach ein bisschen zu deutlich machen. Der Viggo Kristjansson hier auf der Halbposition zeigt sich sehr früh offensiv. Dadurch kann Kosin eine Sperre stellen. Samuel Röttlisberger macht das in meinen Augen nicht schlecht. Er verdrängt ihn nach außen. Trotz alledem geht der Pass ordentlich in die Hand von Kosin. Er hat dann aber diesen Raum, der ihm ausreicht und den er möchte. Und er zielt dann einfach das Tor. Das gleiche in der zweiten Halbzeit dann nochmal auf der rechten Abwehrseite. Auch hier Max Häfner verteidigt sehr offensiv gegen den Rückraum rechts der Göppinger. Allerdings mit Armen unten, sodass der Passweg sehr offen ist. Auch hier Adam Löhn versucht ihn wegzudrängen, aber eben dieser halbe Meter, der reicht Kosina aus. Und von dieser Position ist er trotzdem sehr wurfsicher und macht auch hier ein einfaches Tor. Das ist natürlich ein Thema, was wir besser verteidigen können. Also einmal durch bessere Armstellung von dem vorgezogenen Abwehrspieler, dann frühzeitiges Bearbeiten von dem zentralen Verteidiger und vielleicht sogar ein bisschen Hilfestellung des Außenverteidigers. So könnte man das mit Sicherheit besser lösen.
Ja, das zweite Thema im gebundenen Angriffsspiel ist in meinen Augen, dass die linke Angriffsseite doch deutlich stärker ist als die rechte Angriffsseite. Daher würde ich mir wünschen, dass die Göppinger heute gezwungen werden, viele Abschlüsse auf die rechte Seite oder auf der rechten Seite machen zu müssen. Klar, linke Seite haben sie mit Schiller und Heimann, zwei deutsche Nationalspieler. Da ist die Qualität natürlich extrem hoch. Und ich habe mal eine Szene aus dem Hinspiel herausgesucht, wo man erkennen kann, was denn so das Ziel ist der Göppinger, wie sie ihren starken Linksaußen Marcel Schiller ins Spiel bringen möchten. Man sieht hier eine Kreuzung von Rückraum Mitte auf Rückraum rechts, Kreisläufer auch in einer zentralen Position. Man kann jetzt schon erkennen, dass Heimann und Schiller mehr oder weniger das halbe Spielfeld im 2 gegen 2 haben. Hinzu kommt, dass in dem Fall Dominik Weiß den Rückraum rechts nicht gut genug verteidigen kann. Bedeutet, Jerome Müller muss als eigentlicher Verteidiger von Sebastian Heimann einen Meter oder einen Schritt Richtung Zelenovic machen. Dadurch geriet Sascha Pfatterich in die Situation, in die man nicht kommen möchte gegen Göppingen. Man spielt 1 gegen 2 gegen Heimann und Schiller. Sie spielen es dann sauber zu Ende. Marcel Schiller bekommt einen sehr großen Winkel und das ist für den Nationalspieler in dem Fall ein sicheres und einfaches Tor. Ja, das sind zwei Sachen, die man im gebundenen Abwehrspiel besser machen kann und auf die man Wert legen muss in der Vorbereitung gegen Göppingen. Aber klar ist auch, der TVB muss sich steigern im eigenen Angriffsspiel. In den letzten Spielen ist man zu oft in einfache Gegenstoßtore gelaufen. Daher Angriffsqualität muss erhöht werden, aber dann auch diese zwei Dinge im gebundenen Abwehrspiel verbessern. Dann hat man auch Siegchancen heute gegen Frischhoff. Wenn das mal kein Experte ist für die Partie des TVB gegen Frischhoff Göppingen, denn viele Jahre hat er das Trikot von Frischhoff getragen. Micha Schweikart kennt sich sicherlich bestens aus in beiden Vereinen und kennt auch Jörg Ebermann sehr, sehr gut. Nicht nur Trainer der zweiten Mannschaft, sondern auch für die Talentförderung beim TVB maßgeblich mitverantwortlich. Jörg, wie eng ist euer Austausch, wie eng ist eure Zusammenarbeit, Micha und du? Also Micha und ich tauschen uns eigentlich wöchentlich, manchmal in Hochphasen auch täglich aus, haben da einen ganz engen Draht. Ich bin ja vor allem in der Halle meistens, also das letzte Jahr natürlich leider nicht, aber gerade alles, was auch so perspektivische Ausrichtung anbelangt, da machen wir sehr viel zusammen. Wie schwer ist es denn, die Jungs, die dürfen wieder trainieren, die dürfen wieder um Punkte spielen. Bei dir, die Jungs in der zweiten Mannschaft, die sind auch alle sehr ambitioniert. Die haben entweder mal sehr hoch gespielt oder haben das Ziel, auch mal sehr hoch zu spielen. Wie geht ihr damit um? Ja, ist schwierig. Also wir hatten nach dem direkten Abbruch der Saison eigentlich gut weitergemacht, weil wir die Hoffnung hatten, die Hoffnung hochzuhalten, dass es schnell weitergeht. Dann hatten wir jetzt vor ein paar Wochen die Hoffnung, dass es eine Aufstiegsrunde gibt zur dritten Liga, an der wir teilnehmen wollten. Das ist jetzt hinfällig geworden und trotz allem haben wir es, glaube ich, ganz gut geschafft. Die Jungs haben es gut gemacht, wir haben viel Online-Training gemacht, viel jetzt im läuferischen Bereich gearbeitet, aber es ist natürlich tatsächlich jetzt irgendwann wird es zäh und ist auch schwer, die Motivation hochzuhalten. Und wir hatten die Hoffnung, dass wir uns wenigstens mal wieder draußen treffen können als Team. Das ist so der nächste Punkt, auf den wir hinfiebern. Ja, und andererseits kann man ja auch bei dem Leistungsanspruch nicht sagen, okay, wir machen jetzt mal 2 Monate gar nichts, weil dann fängst du ja nicht nur bei Null an wieder, sondern bei minus 30 irgendwo, wenn es dann mal wieder richtig losgehen sollte. Also Motivation ist trotzdem sehr, sehr wichtig, dass die Jungs zumindest ein bisschen dann auch dranbleiben. Also, haben sie Aufgaben, müssen sie täglich laufen oder Krafttrainingseinheiten übermitteln? Also die in den letzten Wochen sind sie sehr viel gelaufen. Wir haben die letzten 2 Wochen 8 Läufe angelegt, weil wir das tatsächlich auch schon so als einen Teil der Vorbereitung aufs kommende Jahr sehen. Und vorher haben wir versucht, die Motivation über 2x regelmäßiges Online-Training hochzuhalten. Da hatte Alex Heib, unser Athletiktrainer, eben die Einheiten angeleitet. Das war schon gut, auch um uns zu sehen, um den Kontakt zu halten und beieinander zu bleiben. Ich glaube, insgesamt ist uns das ganz gut gelungen. Die Jungs haben auch super mitgezogen, die Laufwerte, wir sind sehr zufrieden. Die absolvieren ihre Läufe. Jetzt fehlt bloß noch das Go, dass wir irgendwann in die Halle dürfen. Aber wo in die Halle dürfen, ihr dachtet, ihr könntet vielleicht ein Go kriegen für die Aufstiegsrunde. Da war die Hoffnung sehr lange, sehr groß. Dann kam die Entscheidung, dass die letzten Jahre betrachtet werden für den Aufstieg in die dritte Liga. Konntest du das nachvollziehen, dass die Entscheidung so getroffen wurde? Man hat sicherlich sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht und hat hin und her überlegt, was könnte man denn tun? Nein, man hat sie sich nicht leicht gemacht, aber sie war relativ schnell klar bei uns innerhalb der sportlichen Leitung. Dass wir gesagt haben, wir akzeptieren ein Ranking, weil wir gesagt haben, die oberste Prämisse wäre ein Ausspielen.
Alles andere wäre, also jetzt wird ja tatsächlich der zweite Aufstiegsplatz ausgelost. Wir hatten von Anfang an gesagt, dass das für uns eigentlich keine Möglichkeit ist, dass wir das sportlich nicht gut finden. Und dann kam auch von unserer Seite auch die Idee mit dem Ranking, weil das doch eine einigermaßen faire Lösung ist, die zum Beispiel auch in den letzten Jahren immer in dem Jugendbereich, wenn es um die A-Jugend-Bundesliga geht, praktiziert wurde. Von daher war es okay für uns. Also es war, wir hätten es gern gespielt. Am Anfang waren es ja andere Voraussetzungen. Da ging es um 8 Mannschaften. Und ich denke, wenn man es schafft, tatsächlich mit 14 Spielen dann aufzusteigen, dann hätte man es auch verdient. So ist es okay für uns. Die Hoffnung lebt, dass es im Sommer losgeht, dass es zumindest eine volle Saison 2021-22 gibt. Wie weit ist die Kaderplanung jetzt dann eben für die vierte Liga? Was gibt es vielleicht noch für Positionen? Wo habt ihr noch was im Auge? Also wir sind durch. Wir sind schon relativ früh durch. Wir hatten eigentlich nur... Obwohl ihr nicht gewusst habt, ob ihr vielleicht dritte Liga... Ja, wir haben ja doch ein klares Konzept bei uns, wie es bei uns weitergeht mit den Jungs. Eventuell, wenn das jetzt mit der dritten Liga funktioniert hätte, dann hätte man sich schon überlegen können, ob man gerade im Rückraum oder im Abwehrbereich noch was tut. Aber wir hatten natürlich, haben den Abgang von Luis, Vöge und Finikolaus mussten wir kompensieren. Denn die haben wir mit Luka Vukotic und dann auch mit eigenen Spielern. Wir haben, es kommen 5 Spieler aus der eigenen A-Jugend dazu. Das soll noch stärker als in den letzten Jahren unser Aufgabengebiet sein, dass wir die Jungs, wenn sie aus der A-Jugend-Bundesliga rauskommen, in die zweite Mannschaft und dann im Idealfall, wie es jetzt bei Finn auch funktioniert hat, in die erste Mannschaft zu bringen. Dann haben wir Micha Seitz aus Horkheim zurückgeholt, ein Urbittenfelder. Und da waren wir relativ schnell schon durch. Wir haben früh begonnen mit der Kaderplanung und es war tatsächlich relativ unabhängig von der Liga. Jörg, wir wünschen euch, dass es genauso kommt, dass ihr ab Sommer wieder richtig Gas geben könnt und dann auch wieder um Punkte spielen könnt und nicht nur mit Online-Training und Laufeinheiten eure Jungs beschäftigen müsst. Jörg, alles Gute weiterhin für deine Arbeit beim TVB. Dankeschön. Vielen Dank für deine Zeit hier bei unserer TVB Matchday Show. Und jetzt kommen wir zum Bericht von Daniel Reuchle. RegioTV präsentiert ja auch diese TVB Matchday Show und selbstverständlich wollen wir da immer auch den aktuellen Beitrag aus dem Programm von RegioTV Ihnen nochmal zeigen. Und Daniel hat diese Woche beim Training vorbeigeschaut. Ich glaube, es war sogar an Jürgens Geburtstag. Und schauen Sie mal ganz genau auch auf die letzte Aktion im Beitrag hin. 5 Spiele ohne Sieg. So eine Durststrecke ist für den TVB Stuttgart in seiner noch jungen Bundesliga-Geschichte jetzt nichts ganz Neues und damit auch noch lange nichts Beunruhigendes. Doch vor allem die teils deutlichen Niederlagen gegen Teams aus dem Tabellenkeller bringen einem zum Grübeln. Wo ist es hin, das Selbstbewusstsein der Hinrunde, das den TVB bis in obere Tabellenregionen gespült hatte? Klar ist das natürlich ein bisschen Kopfsache, keine Frage. Es ist nicht so gelaufen in der Rückrunde, wie wir das gerne hätten. Aber ja, wie gesagt, zum Glück sind viele Spiele und in jedem Spiel können wir das besser machen. Ob wir das morgen schaffen, weiß ich noch nicht, aber wir werden das auf jeden Fall alles versuchen, um die 2 Punkte im Stuttgart zu holen. Gut, dass am Samstagabend mit Göppingen der Tabellenfünfte in die Scharena kommt, denn gegen die Top-Teams der Liga zeigt der TVB oft seine besten Spiele. Genau, also ich weiß nicht, vielleicht liegt das daran, gegen die besseren Mannschaften ist vielleicht weniger Druck, weil da sind wir nicht die Favoriten vom Spiel. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, daran liegt das. Es ist einfach weniger Druck gegen die bessere Masse und deshalb haben wir einfach besser gespielt. Göppingen, vielleicht die Mannschaft der Stunde. Doch auch das Team von Hartmut Maihofer musste zuletzt einen Rückschlag hinnehmen. Gegen den Tabellen 18. Nordhornlingen gab es am letzten Spieltag nur ein Unentschieden. Die haben natürlich viele, viele gute Spieler wie Heimann oder Kneule oder Koschin am Kreis. Man muss sich sehr gut vorbereiten auf die, weil die haben einfach sehr viel Qualität in fast jeder Position. Aber wir haben auch gesehen, dass wir können den auf jeden Fall schlagen. Und klar, es ist auch keine offene Rechnung. Die haben uns mit, keine Ahnung, 10 Tore oder so in Göppingen gewonnen. Also wir wollen uns auf jeden Fall besser präsentieren morgen. Noch hat der TVB mit 8 Punkten einen recht beruhigenden Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Trotzdem möchte das Team natürlich nichts dem Zufall überlassen. Ich glaube, es wäre dumm, wenn man nicht nach unten guckt, weil einfach in Vorsicht,
Wir haben klar in der Rückrunde viele Spiele verloren und natürlich guckt man da unten und guckt, was passiert. Aber vor allem natürlich müssen wir erst um uns denken und so bald wie möglich nochmal 2 Punkte holen. Wie man erfolgreich sein kann, das hat heute Geburtstagskind Cheftrainer Jürgen Schweikert im Warm-up-Kick Jung gegen Alt seinen Spielern vorgemacht. Bitte nachmachen, Jungs. Und da macht er ihn. Und heute machen ihn hoffentlich die Jungs öfters mal auch rein gegen Frischhoff Göppingen. Wir schauen mal auf die Derby-Bilanz des TVB gegen Frischhoff Göppingen, präsentiert von André. Es gab 12 Begegnungen bislang in der Liqui Moly Handball Bundesliga. 2-mal war der TVB erfolgreich, 8 Niederlagen, 2 Unentschieden. Das letzte Punktspiel, das war recht deutlich. Im Februar gab es ein 27-17 für Frischauf im Heimspiel gegen den TVB. Und letztes Jahr beendeten beide Teams quasi auf Augenhöhe die Saison. Eine Frischauf auf Platz 11, der TVB auf 12. Aktuell sieht es so aus, Frischauf auf 5. Der TVB auf Platz 13. Beste Torschützen, Viggo Kristiansson mit 161 Toren in 26 Spielen. Die sind ja im Moment gerade auch wichtig anzugeben. Marcel Schiller hat 172, also 11 Tore mehr in nur 24 Spielen. Ja, und frisch aufs große Zeit lag mal lange zurück, aber sie haben in den letzten Jahren kräftig aufgeholt mit EHF-Cup-Siegen. Und davor waren sie ja auch 9-mal Deutscher Meister und auch Deutscher Meister im Feldhandball. Also wirklich eine großartige Historie frisch auf Göppingen. Heute unser Gast hier in der Scharina in Stuttgart. Wir wünschen euch jetzt gleich ab 20.30 Uhr viel Spaß bei Sky, wenn ihr jetzt das Spiel verfolgt. Und wenn ihr nicht zuschauen könnt bei Sky, dann schaltet doch nach dem Spiel nochmal ein. Dann melden wir uns von der Pressekonferenz nochmal im Interview mit dem Spieler und dann auch mit der Pressekonferenz mit Hartmut Meierhofer und Jürgen Schweikert. Dankeschön fürs Interesse bei der TVB Matchday Show und jetzt Daumen drücken für unsere Jungs im Derby gegen Frischauf. Tschüss, bis gleich.